Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Bundeskabinett berät über Schutz der kritischen Infrastruktur. Das geplante Gesetz soll regeln, wie sich Betreiber besser schützen können und wann sie Vorfälle melden müssen. Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Einrichtungen der Sektoren Energie, Verkehr, Wasser und Informationstechnik. Weltnaturgipfel in Montreal. Ziel der Konferenz in Kanada ist ein globales Abkommen für den Schutz der Artenvielfalt. UN-Generalsekretär Guterres rief die Teilnehmerstaaten dazu auf, Frieden mit der Natur zu schließen. Geht es nach den Organisatoren, so sollen 30% der Land- und Meeresflächen weltweit bis 2030 unter Schutz gestellt werden.